Jo Leute, was geht ab? I Love Chicken 677 ist wieder back am Start. Okay, ja. Beruhig dich. Beruhig dich. Bruder, beruhig dich. Alles ist gut. Und wenn du da draußen, genau du, ein richtiger Ehrenmann bist, dann gehst du jetzt auf Item Shop, drückst Unterstütze einen Creator, gibst I Love Chicken 46 in einem Item Shop ein, drückst auf Annehmen und bist ein richtiger Ehrenmann. Danke. That's pretty good. If you're happy and you know it, clap your hand. Ich habe auf Twitch immer so eine Map gestreamt, wo man sein Aim und seine Bearbeitungsskills und seine Bauskills verbessern kann. Und wirklich viele haben mich danach immer gefragt, ja, wie heißt der Code, wie heißt der Code, dies, das, Ananas, Hundecode. Und so heißt der Code von der Map und ich zeige euch mal ganz kurz die Map, was die zu bieten hat und wozu die Map eigentlich da ist. Man kann auf der Map wirklich viel machen, zum Beispiel hier gibt es einen Raum, da kann man 90s üben oder hier links sind so Räume, man kann sich da durchbearbeiten durch Wände und Treppen und sowas. Hier übt man zum Beispiel sein Aim und wirklich hier gibt es unzählige Sachen, die man üben kann. Ich habe das von einem anderen YouTuber gesehen, ich weiß nicht mehr, wie du heißt, aber trotzdem danke für die Map, gönnt euch die Map und jetzt zeige ich euch, wie das alles aussieht. Hush. Also ich habe jetzt euch die Map gezeigt, weil eben auch viele gefragt haben, ja, was ist das für eine Map, die du immer im Stream spielst? Ja, den Code habt ihr ja schon. Also, gönnt euch die Map und verbessert euch in Fortnite. You want some free V-Bucks? Oh, come on, man. Nope. Nope. Boy, 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 chill, chill. Darf ich vorstellen, I Love Chicken 46, bester Spieler auf der Welt, wäre fast gestorben. Hey bitch, what's up bitch? Suck my dick, bitch. Ja. Fuck. Könnte besser sein. Ich hab's mal wieder verkackt. Nope. Yay! Oh fuck. Es ist. Come back, let's never catch the energy. I'll come out my house and I'll break your fucking legs. You're not back. Never do it again. Boah, Alter, verpisst euch mal alle. Ich check hier gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Oh fuck, ja, jetzt weiß ich, wo du bist. Ja, jetzt weiß ich, wo du bist. Der ist so schlecht, Digga. Junge, von hinten auch noch. Puh. Mit Wix könnt ihr eure eigene professionelle Website ja, mit, erstellen. Digga, mit Wix kannst du einen wixen, mehr nicht. Mit Wix, Alter. Wie oft wollt ihr diese scheiß Werbung noch abspielen? Give me your fucking money. Alter, ja, danke dafür, Digga. Ja, nice, danke. Was so schlecht. Ach du Scheiße. Alter, nein, verpisst euch mal. Der Typ ist so schlecht, Digga. Er trifft nicht mal. Er trifft nicht mal, Junge.
Kein Material, kein Material. Ich bin so am Arsch. Ah, wie schlecht. Danke dafür, Digga. Huh! Komm, ganz nett, ich hasse deine Jay. Oh, komm, ich mach uns. Aber bitte. Ja, ist okay, ist okay. Was kannst du eigentlich? Ich hab so verkackt. Oh fuck. Ja. Applaus, Applaus für deine Worte. Mein Herz geht auf und du stinkst nach Torte. Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Storytime mit Tonfremder. Und zwar habe ich bei Mois gesehen, der hat auf Twitch gestreamt. Der hat auf so ein Video reagiert. Wie irgendeine, ich habe keine Ahnung, wie die heißt, diese YouTuberin, die hat mit ihrer Mutter ein Sexquiz gemacht. Also es gibt eine neue Folge auf Netflix, die heißt Sex Education. Die ist ziemlich, ja, die, also die bockt schon, die Serie. Aber das ist so ein Werbevideo von dieser YouTuberin. Und die hat einfach so ein Quiz mit ihrer Mutter gemacht. Und was dabei rausgekommen ist, das ist nicht nur purer Cringe, sondern what the fuck. Wann hast du das letzte Mal masturbiert? Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Vor ein paar Wochen? Ey, das ist jetzt nur so eine Frage. Bin ich irgendwie zu jung dafür, um das zu verstehen? Oder redet ihr alle so mit euren Eltern oder mit euren Müttern? Oder ist das normal oder wie ist das so? Wie ist das so bei euch? Easy, oder? Normal, alles normal, ja? Mhm. Wann hast du denn das letzte Mal masturbiert? Letzte Woche. Why you bully me? Also erstens, wenn ich sowas fragen würde, würde ich aufs Maul kassieren. Zweitens, will ich sowas gar nicht wissen. Ja, aber ja, gucken wir uns mal die Reaktion von der Tochter an. Sorry für die Information. Digga, das ist so witzig, dass ich einfach nicht mehr kann. Es ist so witzig, ich kann nicht mehr. Nee. Bruder, ha. Geil. Also ich habe viele Jahre Orgasmus vorgetäuscht und habe super selten einen echten Orgasmus gehabt. Nein, nein, Digga, einfach nein. Was ist das, Junge? Was ist das? Bruder? Also nee, Bruder, also das war's auf jeden Fall mit der Storytime, Junge. Sonst werde ich hier noch komplett gestrikt und mein Video ist nicht mehr vorhanden, weil wegen... Keine Ahnung, Alter. Nee, Bruder. Also sowas ist echt nicht normal. Also wer sowas normal findet... Bruder, ich muss los. Bitch! Ich bin so low, Digga. Was? Why are you running? Ich hab Angst. Why are you running? Woof! 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 Alter! Bruder, der hat mir so Angst eingejagt. Aber der war einfach schlecht. Ich hasse diese Scheiße. Junge, hör doch auf! Fuck mich nicht ab! Fuck! I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Ja, Bruder, genau. Ist genauso schlecht. Stabil, Bruder. Genau, Bruder. Er kriegt's aufs Maul von den Zombies, eigentlich kriegt's aufs Maul von den... Ja, komm, ausschlägen.
Fuck, fuck, fuck. Oh, Alter, Alter. Fuck, Bruder. Bruder, fuck. Fuck, Junge. Why can't you just let me eat my weight in glee? Ja, Fresse halt jetzt hier. Boah, Bruder, Alter, danke. Mensch, auch ganz cool, Alter.